Hallo, liebe Podcast-Fans und hallo, liebe YouTube-Fans. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid im Business-Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer. Ich bin die Gastgeberin in diesem Format. Erfolg. Erfolg ist ja etwas, von dem wir alle träumen. Im Privatleben, im Berufsleben und natürlich auch im Hobby, zum Beispiel im Sport. Doch Erfolg ist, obwohl einem der ein oder andere das weismachen möchte, selten etwas, was einem so vor die Füße fällt. Erfolg hat sehr oft mit viel Arbeit zu tun und mit der richtigen inneren Haltung. Welche Haltung wichtig ist, um nicht nur Erfolg zu haben, sondern auch die zwangsläufigen Rückschläge zu meistern, darüber sprechen wir heute. Und dafür habe ich eine deutsche Ausnahmeathletin zu Gast. Über 60 Medaillen hat sie im Schwimmen gewonnen, bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und bei Olympischen Spielen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier mein Gast ist. Herzlich willkommen, Sandra Völker. Ja, hallo Ulrike und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich habe ja jetzt nur ganz kurz ein bisschen was gesagt über 60 Medaillen. Das ist ja schon eine Hausnummer. Aber stell du dich vielleicht doch bitte nochmal in deinen Worten vor. Wer bist du für alle die, die dich nicht kennen? Ja, also das stimmt natürlich. Ich bin sehr erfolgreich gewesen als Leistungssportlerin. Das habe ich über 20 Jahre gemacht und habe an 4 Olympischen Spielen teilgenommen. Und das, also über 20 Jahre, macht es eben halt auch aus, dass ich so viele Erfolge eingesammelt habe. Und ich bin dreifache Mutter und bin aktuell eben Goldmedaillencoach. Und das ist auch das, wo ich absolut hauptsächlich mit unterwegs bin und gebe aber auch zusätzlich noch Vorträge und mache Workshops und Trainings speziell zu diesem Thema. Du bist ja eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen überhaupt. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Das gelingt aus meiner persönlichen Sicht nur durch ganz viel Training, durch harte Arbeit und vieles mehr. Was hat dich denn motiviert und angetrieben, das zu machen? Also ganz am Anfang war das so, dass ich habe sehr viele Sportarten gemacht und habe auch schwimmen gelernt. Aber bis zum 12. Lebensjahr war das so, dass ich halt noch mehrere Sportarten gemacht habe. Ich war dann aber sehr erfolgreich als Schwimmerin und ich habe nur 2-mal die Woche 1 Stunde trainiert im Wasser und ich habe alles gewonnen in meinem Jahrgang. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich mache mal nur Schwimmen. Dann habe ich alle anderen Sachen eben halt gecancelt und dadurch bin ich eben halt in den Schwimmsport reingekommen. Und dann ist es so gewachsen. Also dann habe ich auf einmal mich damit beschäftigt, ich kann bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften teilnehmen. Oh, es gibt Michael Groß, es gibt deutsche Meisterschaften und dann kann ich auch Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften und Olympische Spiele schwimmen. Und dann ist dieser Wunsch in mir gewachsen, dass ich sage, ich möchte unbedingt zu den Olympischen Spielen und ich möchte auch eine olympische Goldmedaille gewinnen. Ist 12 Jahre, das ist doch relativ spät, oder? Das ist Schwimmen? Ja, das ist absolut spät. Ich bin einfach nicht in einer Leistungsgruppe gewesen oder so, sondern ich bin einfach aus Spaß geschwommen. Und ich hatte auch Spaß an den anderen Sportarten. Ich habe zum Beispiel sehr lange Gerätetouren gemacht, aber ich bin viel zu schnell zu groß geworden. Und dann haben sie gesagt, du hast keine Chance. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich was anderes. Deshalb bin ich eben halt erst mit 12 Jahren hingekommen und habe gesagt, ich mache dann jetzt mal nur Schwimmen. Und ich war tatsächlich auch mit Abstand die Schlechteste über Jahre. Oh, ja? Also okay. Ich bin immer hinten dran geschwommen und andere sind schon fertig gewesen mit dem Training so ungefähr und ich brauchte noch eine Viertelstunde. Aber das hat mich auch nicht geschockt, weil ich mochte das Wasser. Also ich habe das geliebt und es war für mich auch so eine Herausforderung. Und ich bin ja gewachsen daran, also ohne, dass ich das mir bewusst gesagt habe. Aber ich habe gemerkt, das interessiert mich. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Trainerin. Also sowieso, meine Trainer sind alle gut gewesen, fand ich immer zum richtigen Zeitpunkt. Aber eine hat wirklich sehr viel dazu beigetragen, dass ich das gemacht habe, weil die ganz geduldig war. Die hat immer gesagt, guck mal, Sandra, du brauchst die Zeit, nimm dir diese Zeit, du machst das alles super, ne? Und wir machen das hier alles Stück für Stück. Und deshalb bin ich auch dabei geblieben, weil die mich immer so gestärkt hat. Okay. Und so in dir selbst, du hättest ja an der Stelle auch sagen können, das ist einfach nicht meins, ich hole die nicht ein, ich bin zu langsam. Was hat dich da innerlich angetrieben? Ich hatte da trotzdem Spaß dran. Also für mich ist das Wasser, also bis zum heutigen Tag ist das mein Element und ich finde es großartig und ich habe wirklich Spaß daran gehabt. Also auch, ich fand das gar nicht so schlimm, dass ich dann, also ich hatte dann ja auch keine Konkurrenz, ja. Also ich bin dann ja einfach nur so für mich geschwommen und
war wirklich für mich auch dieses, ich schaffe das, ja, also ich schaffe diese 8x200 Meter, die ich noch nie geschwommen bin in meinem ganzen Leben als Serie, und ich schaffe das jetzt einfach, das durchzuhalten. Hm. Und war dann total stolz, dass ich das wirklich auch gemacht habe. Und das war einmal eine Motivation. Und dann sind natürlich auch immer die Wettkämpfe dazu gekommen. Also ich bin auch interessiert daran gewesen, bei Wettkämpfen weiterhin zu gewinnen und eben halt auch schnell zu sein. Also das war schon eine Motivation. Ich selber bin in einer Zeit groß geworden, da gab es in den Schulen nur in Ausnahmefällen Schwimmunterricht. Also die meisten Schulen haben sowas gar nicht angeboten, sodass das Schwimmen eigentlich eher eine Aufgabe der Eltern war, dass man im Elternhaus Schwimmen gelernt hat. Und ich muss für mich selbst sagen, ich habe es im Elternhaus nicht gelernt, sondern halt erst relativ spät mit 38. Aber damals war es schon so, dass die meisten wirklich schwimmen konnten, auch die meisten Kinder, und es irgendwie von den Eltern organisiert wurde. Wenn ich jetzt heute den Statistiken glaube, dann ist der Trend auf der einen Seite, dass es in immer mehr Schulen zwar angeboten wird, gleichzeitig aber auch immer weniger Kinder wirklich sicher schwimmen können. Beobachtest du das auch und woran liegt das aus deiner Wahrnehmung? Ja, ich beobachte das auch. Also ich bekomme es auch erzählt viel, dass Eltern halt sagen, also jetzt kommen sie auf eine weiterführende Schule und jetzt ist es wirklich wichtig, dass sie sicher werden im Schwimmen. Also meistens haben sie das Seepferdchen eingesammelt und vielleicht noch den Freischwimmer, aber dann haben sie es nie gemacht. Also wenn man dann auch nicht irgendwie regelmäßig mal schwimmen geht oder ins Schwimmbad, dann geht es auch wieder weg. Auch man erinnert sich immer daran, wie man schwimmt. Es ist wie Radfahren, ja, das wird man nicht finden. Aber ich glaube, dass mehrere Dinge dazu beitragen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, ist einen Seepferdchenkurs innerhalb von 10 Tagen durchzupreschen. Weil es gibt ganz viele Kinder, die brauchen länger. Ja? Und die haben, man hat im Grunde genommen die Chance, dass wenn die so jung zu einem kommen, ihnen auch gleich zu vermitteln, was das Wasser bedeutet. Ja? Also wir haben auch das Meer, wir haben Seen, wir haben Wasserfälle, wir haben ganz viele unterschiedliche Wasserarten. Und das, die müssen einfach Bescheid wissen, wie sie sich da drin zu verhalten haben. Ja? Dass das alles unterschiedliche Sachen sind. Und es gibt eigentlich eher, also ich würde mir wünschen, dass es eine andere Schulung gibt in dem Fall, weil es so viel mehr bedeutet, ja? Dass man halt einfach auch als Elternteil sicherer ist. Und also einmal ist die Zeit zu kurz, glaube ich, in der sie das lernen. Dann ist natürlich eine Problematik, dass Schwimmhallen geschlossen werden. Also dass viele natürlich sagen, ja, wo soll ich denn schwimmen gehen? Und wenn ich jedes Mal 1,5 Stunden irgendwo hinfahren muss, im Sommer ist es ja alles leichter, es gibt noch relativ viele Freibäder, es gibt es mehr, das ist dann einfacher. Aber so über das Jahr verteilt, es geht ja darum, wirklich so eine Regelmäßigkeit stattfinden zu lassen. Ja. Und das ist tatsächlich eine Problematik. Und es gibt dazwischen, also Schwimmen ist ja auch eine Spaßsportart. Ja, also es gibt ganz viele, die sagen, ich gehe unglaublich gerne schwimmen, aber ich will keine Wettkämpfe schwimmen. Es gibt für diese Kinder und Jugendliche fast gar kein Angebot. Und da frage ich mich, wieso ist das so? Also die DLRG bietet sehr viele Sachen an, ne? Die sind dann aber auch auf DLRG spezialisiert. Im Schwimmverein ist es gleich so, dass es immer gleich darum geht, ja, du musst Wettkämpfe schwimmen. So. Und dann ist es so, dass die Eltern oder auch Elternhäuser, je nachdem, wie sie aufgestellt sind, ist eigentlich egal, oft viel zu wenig Zeit haben, das noch auch noch mit einzubauen. Weil ich glaube, dass es wirklich hilfreich ist, dass man sich wenigstens für eine Zeit lang auf etwas konzentriert und spezialisiert. Dass man da mehr von hat. Ich meine, wenn man merkt, dass es nicht zu einem passt oder dass es nicht geht, dann geht es nicht. Ja, dann muss man nochmal anders denken. Aber jeder hat die, würde ich sagen, die Möglichkeit, das mal länger zu machen. Auch Klavierunterricht oder so. Es ist ja nicht innerhalb von 14 Tagen kann ich da irgendwie für Elise spielen. Das ist ja total klar. Und das ist mit Schwimmen genauso. Wenn ich will, dass jemand ein sicheres Gefühl hat im Wasser, dann ist es wichtig, einfach viel mehr Zeit einzuplanen. Und in der ganzen Konstellation glaube ich, dass wir in der Situation stecken, in der wir stecken. Ja, wobei Schwimmen ja schon etwas Essentielles fürs Leben ist, eben weil du sagtest, es gibt eben das Meer, wo viele in Urlaub hinfahren. Es gibt die Seen, die auch viele Menschen nutzen. Dagegen, wenn ich jetzt einen Ballettkurs mache, ja gut, beim Ballett kann ich selten das Leben verlieren, im Meer oder im See schon. Und von daher ist das schon etwas, was gesellschaftlich einfach sehr wichtig ist. Wenn ich sage, über 60 Medaillen, die du gewonnen hast, dann klingt das ja alles sehr, sehr schillernd und glorreich. Doch dein Leben hatte auch seine schweren Seiten. Du hast im Jahr 2013 Privatinsolvenz angemeldet und du hast diese erfolgreich besiegt, nämlich im Jahr 2018.
Magst du darüber einmal erzählen, wie ist es überhaupt entstanden und wie bist du da durchgekommen? Was hat dich da gehalten? Also gekommen ist es tatsächlich durch mehrere Sachen. Also ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft und hatte damals noch Sponsoren, weil ich bin noch Schwimmerin gewesen. Ein Sponsor ist in die Insolvenz gegangen. Ich habe in Schiffsfonds investiert, ich habe in Filmfonds investiert. Der neue Markt ist zusammengebrochen bei den Aktien. Also es sind mehrere Sachen gewesen, die eben halt dann stattgefunden haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, mein neues Leben, ja, was ich versucht habe, mir aufzubauen, das greift nicht richtig. Ich finde nicht die richtige Schwimmhalle. Ich kann nicht den richtigen Unterricht machen, so wie ich mir das wünsche, weil ich bin immer schon selbstständig gewesen als Trainerin und habe Workshops und Seminare angeboten für Erwachsene, für Triathleten und so und habe eine eigene Methode entwickelt. Also ich war schon gut unterwegs, aber ich habe gemerkt, es funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich halt immer mehr Ausgaben gehabt als Einnahmen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, so funktioniert es nicht. Und dann hatte ich eben schon noch so ein paar, ich war schon auch zur Schuldnerberatung, bin rechtzeitig dahin gegangen und habe gesagt, gucken Sie sich das bitte an. Und alle haben immer zu mir gesagt, aber mit Ihrem Namen und Ihren Möglichkeiten ist das alles überhaupt gar kein Problem. Und es stimmt ja auch, gebe ich eher den Menschen recht. Trotzdem war ich aber schon in einer Situation, wo ich Hilfe brauchte. Und ich habe es dann auch noch mal geschafft, ein paar Jahre. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Und dann kam aber wirklich der Zeitpunkt, dass ich einfach gemerkt habe, auch ich kann so nicht weitermachen. Ich melde jetzt einfach Insolvenz an und gleichzeitig auch Hartz IV, weil ich keine Aussicht auf Einnahmen hatte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt einfach mal. Und ich habe es dann umgedreht. Ich habe erst Hartz IV angemeldet und dann war noch mal so, ja, kriege ich das vielleicht auch anders hin? Es gibt ja auch Vergleichsmöglichkeiten und sowas alles. Das hat aber nicht funktioniert. Und ich hatte zum Glück Begleitung. Und da steckt auch schon wirklich der erste Tipp drin. Es ist total wichtig, dass man sich Hilfe holt. Es ist wirklich das Wichtigste, weil man schafft es nicht alleine. Ich finde sowieso in der heutigen Zeit ist es nicht mehr angesagt, sich alleine durchzukämpfen und einfach immer so zu tun, ich schaffe das schon alles. Also das war bei mir par excellence. Ich bin Einzelsportlerin. Ich habe immer alleine gekämpft. Ich musste immer alleine hinterm Startblock stehen. Ja? Also, was heißt Begleitung in dem Zusammenhang? Ja, also was man auch braucht, ja. Also Schuldenthemen drücken sehr aufs Gemüt. Also ich hatte auch Depressionen teilweise. Ich bin sehr melancholisch gewesen. Ich war hoffnungslos, dass ich gedacht habe, wie zum Teufel soll ich das jetzt machen? Ich habe keine Idee mehr. Ich hatte ja das Gefühl, ich mache und mache und mache und nichts davon greift. Und das ist ein wirklich beschissenes Gefühl. Ich sage es jetzt einfach mal, weil es gibt kein anderes Wort, finde ich. Und man selber sieht es nicht mehr. Man hat auch da so einen Tunnelblick, der dann aber ins Negative fährt. Ja? Mhm. Und dann andere zu fragen und wirklich um Hilfe zu bitten und zu sagen, ich stecke in dieser Situation. Hast du irgendeine Idee? Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen, vielleicht Hilfsangebote rauszusuchen? Ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich nachschaue. Es ist ja wirklich so, dass man anfängt, man ist nicht mehr in der Lage, so logisch zu denken, dass man sagt, okay, das wäre jetzt der nächste Schritt. Also das könnte ich jetzt machen. Da ist man nicht mehr. Also es ist schon umgekippt meistens, ne? Weil es so viele Sachen sind, um die man sich täglich immer kümmern muss, dass es dann einfach total anstrengend ist. Also sowohl therapeutisch als auch finanziell, als auch wo kann ich hin? Ja, also es ist auch schon wichtig zu gucken, was wäre denn ein neues Ziel, damit man wirklich auch sich selber da so rauszieht. Das ist total wichtig. Das braucht vielleicht alles ein bisschen Zeit. Also auch da, es ist ja nicht von heute auf morgen erledigt. Und wenn ich so einen Druck habe und so unter Spannung stehe, dann können ja keine neuen Ideen entstehen. Und das ist ein großes Problem, weil wenn man da drin steckt, kann man nicht die Lösung erwarten sofort, sondern man muss es wirklich Schritt für Schritt machen, dann öffnen sich die Türen und dann sehe ich auf einmal, also da kann ich weitergehen, das ist super. Und dann merkt man, jetzt kriege ich wieder Energie, jetzt kann es weitergehen. Aber das andere ist eher nach unten und wenn ich da immer alleine drin sitze, dann kann es wirklich auch tragisch enden, ja, dass man einfach auch so hoffnungslos ist, dass man, was es sich über Selbstmord nachdenkt oder irgendwie sowas. Es ist sehr nah dran und das ist wirklich am Leben vorbei, würde ich sagen. Weil Geld ist nicht alles, ne? Und es geht eher darum, sein Leben wiederzufinden und nicht in erster Linie seinen Beruf oder seine Berufung. Das kommt dann von alleine. Ich möchte da trotzdem nochmal bohren. Also ich könnte ja jetzt sagen, dass du die Hilfe von außen bekommen hast, hat dir geholfen, deine Zuversicht auch zu bewahren und in die Zukunft zu gehen. Dennoch muss
der Mensch ja auch erstmal für sich in der Lage sein zu sagen, ich hole mir die Hilfe jetzt. Ich glaube, dass es viele gibt, die in ihrem Hamsterrad stecken und sich gar nicht erst die Hilfe holen. Mhm. Wie hast du für dich denn festgestellt, ich nehme mir jetzt die Hilfe, ich brauche die Hilfe von außen? Gut, also das ist ja doch so ein wichtiger Schritt, ne? Das ist ein total wichtiger Schritt. Also ich habe ja auch länger gewartet und habe das nicht richtig kundgetan, sag ich mal so. Ja, ich habe ja schon Gespräche geführt darüber, aber meine ganz komplette Situation habe ich nicht preisgegeben. Aber es hat mich irgendwann so doll gedrückt und ich habe die Entscheidung getroffen, ich will so nicht leben. Ich möchte das nicht mehr. Mich strengt das total an und ich finde, das ist überhaupt nichts Schönes. Und ich habe tatsächlich eben mit ganz engen Freunden oder Freundinnen eigentlich, also es waren Frauen, gesprochen, weil ich wusste, denen kann ich das sagen und ich erfahre keine Verurteilung oder den erhobenen Zeigefinger oder du hättest doch mal oder wieso denn du, was soll denn das alles? Also das ist ja das, was man als Letztes braucht, sondern die dann einfach gesagt haben, ah, okay, in der Situation steckst du, gut, dann gucken wir jetzt mal, wie wir dir helfen können. Und ich hatte über einen längeren Zeitraum diese Begleitung und ich bin auch therapeutisch begleitet worden, weil ich gesehen habe, dass das Freundinnen oder auch Familie, die können das nicht auffangen. Das ist einfach zu heftig dann in dem Fall. Und ich habe das dann Schritt für Schritt, habe ich eben halt angefangen, mir da eine Begleitung zu suchen auf den Gebieten, wo ich das Gefühl hatte, das wird mir jetzt helfen. Mhm. Das heißt für mich, wenn ich das mal übersetze, ist es in so einer Situation oder generell auch in Situationen, wo man nicht weiterkommt, ganz wichtig, ehrlich zu sich selber zu sein. Vor sich selber Hosen runterzulassen und zu sagen, so ist die Situation, so bescheiden sie auch ist, sie ist so, was mache ich jetzt damit? Und nicht einfach blind weiter zu rennen, sondern zu sagen, hier stehe ich, wie gehe ich damit jetzt um und vor allen Dingen mit sich selber ehrlich umzugehen. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Ja, das ist absolut richtig. Und das ist immer so im Leben, egal wie tief die Krise ist, ne? Es ist egal. Es geht immer erstmal darum, dass man selber erkennt und zugibt, okay, so ist die Situation. Und sie auch nicht zu verschönern oder irgendwie, wir neigen dann ja dazu, ne? Ach, ist ja gar nicht so schlimm oder so, sondern nee, wirklich dann auch mal aufzuschreiben oder es aufzusprechen, ist ja egal. Genau so ist es jetzt gerade in meinem Leben. Mhm. Und das ist schon wirklich eine Befreiung, das einfach mal auszusprechen oder aufzuschreiben oder mit jemandem zu besprechen. Und dann kann überhaupt erst, also da steckt auch die Freiheit drin, ja, weil wenn ich selber das annehme und anerkenne, dann kann eigentlich von außen mir niemand mehr wehtun oder mich irgendwo reinziehen oder sowas. Alles klar, die Menschen verurteilen schnell, wir sind alle nicht frei davon, aber es kriegt dann keinen Boden mehr, ja, wenn ich selber weiß, ja, wieso, ich weiß ich doch, habe ich doch selber gesagt, dass es so ist, also du erzählst mir ja nichts Neues, dann berührt es einen nicht so, ja, dann ist, kann man weitergehen und sagen, egal wer es dann ist, also man hat ja immer Angst vor bestimmten Menschen, die dann was sagen oder die enttäuscht sind oder man hat es nicht geschafft oder wie auch immer, aber wenn ich das schaffe, dann ist da wirklich, da ist die Freiheit, da geht es dann weiter. Hast du sehr schön formuliert. Ich finde es auch gerade in der jetzigen Situation sehr wichtig, sich das vor Augen zu führen. Denn ich glaube, gerade jetzt in Zeiten von Corona steckt der ein oder andere auf jeden Fall mehr als vor Corona in einer solchen Situation oder in einer ähnlichen Situation. Also entweder auch vor einer Insolvenz zu stehen oder aber nicht wissen, wie es weitergeht. Welchen Rat würdest du diesen Menschen geben? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, den Tipp habe ich selber mal bekommen, den nächst kleinsten Schritt, den ich gehen kann, gehen. Also ne, man hat ja, das ist ja so groß, das ist so, ich weiß, man weiß ja nicht, wo man anfangen soll. Mhm. Und dann gibt man ja schon wieder auf. Sondern guck dir irgendeine kleine Sache an, die das kann ich jetzt angehen. Also ich müsste ein Beispiel nennen, das ist vielleicht leichter, aber es gibt vielleicht eine Rechnung, die man noch bezahlen kann. Dann nehme ich mit denen Kontakt auf und kläre erstmal diese Geschichte, damit ich schon mal diese Sache raus habe. Oder ich gehe und führe ein Gespräch, einfach nur mal, um andere Gedanken zu bekommen, um was loszuwerden, dass ich wieder ein bisschen mehr Freiraum habe, um wieder weiterzugehen.
Aber irgendetwas sollte man tun. Ja, also das Schlimmste ist eigentlich dieser Stillstand, weil im Stillstand sagt ja das Wort schon, ja, da passiert nichts, das ist kaum auszuhalten. Es ist wirklich, oder eben seine Familie zu klären, ja, also mit denen offen zu reden und zu sagen, das ist die Situation und ich weiß, wie doof das ist und ich selber will das auch nicht, aber wir müssen da jetzt gemeinsam durch oder eine Lösung finden oder wie auch immer, dass man Unterstützung bekommt, ja, dass man ja, einfach irgendwo eine Möglichkeit hat, dass man sagt, ja, okay, ich mache es jetzt Schritt für Schritt und wirklich, es ist wie die Babys laufen lernen, die machen das ja auch nicht, ne, sondern die fallen hin und hauen sich und stoßen sich und weinen, stehen aber immer wieder auf, ja, also genau. Wenn man die Kinder beobachtet, das stört die ja gar nicht und dann können sie irgendwann laufen, so ist das, also sich daran zu erinnern, wie lernen wir eigentlich Sachen, das ist sehr hilfreich. Und also, und was auch noch hilfreich ist, also alle Bilder, die man so im Kopf hat, was eigentlich passieren würde, wenn, ne, wenn jetzt das jemand erzählt oder wenn das rauskommt oder versuchen immer zu sagen, stopp, lasse ich nicht zu. Oder ich bespreche das später mit dir oder so. Also diese negative Stimme, die da in einem sitzt, ne, und immer mir irgendwas erzählen will, dass man da wirklich ganz klar sagt, ich lehne das jetzt ab. Ich will einfach einen Weg finden, wie ich da rauskomme oder so. Ja, also es gibt da mehrere Varianten. Ich sage immer, den inneren Schwätzer in den Untergrund schicken. Ja, genau. Ich möchte gerne nochmal einen Gedankensprung machen, denn du hast es vorhin gesagt, du hältst ja auch Vorträge, unter anderem auch Vorträge vor Unternehmen. Dort erlebe ich, und ich glaube, das erleben wir alle, immer wieder, dass Projekttermine verschoben werden, Planungen überarbeitet werden. Und ich glaube, wir kennen ja alle die berühmten Beispiele von gewissen Flughäfen und Bahnhöfen, die ja nur zwei Beispiele von vielen sind. Wenn es aber jetzt um Olympia oder um Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften geht, da kann nichts verschoben werden. Es sei denn, wir haben Corona, aber das ist ja jetzt eine erste Ausnahmesituation. Also das sind Termine, die stehen. Und entweder bist du dann fertig mit deiner Vorbereitung und bist fit oder du bist nicht fertig mit deiner Vorbereitung. Das heißt ja auch, dass Sportler über eine andere Haltung verfügen müssen, als das stellenweise in Unternehmen der Fall ist. Wie sieht das aus, wenn du auf dem Punkt erfolgreich sein willst? Was steckt da für eine innere Haltung hinter? Also ich muss mal dazu sagen, dass ich in meiner aktiven Laufbahn tatsächlich unbewusst kompetent gewesen bin. Also ich habe das gemacht. Ja, ist tatsächlich so. Also ich habe das gemacht, ohne zu wissen, was ich da tue. Mhm. Es ist für mich, also ich bin unglaublich diszipliniert gewesen in der Zeit und ich habe auch wirklich hart an mir gearbeitet, aber das trifft, glaube ich, auf fast alle Leistungssportler zu, weil das total klar ist, ne? Dass man körperliche Anstrengung und diese Fähigkeiten, das bringt man einfach mit ein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil es geht natürlich darum, dass man auf den Tag fit sein muss. Im Grunde genommen ist es im Geschäftsleben ja auch so. Na klar gibt es Negativbeispiele, aber es gibt Projekte, die abgeschlossen werden oder die zu einem bestimmten Zeitpunkt präsentiert werden müssen. Oder man muss eine Bewerbung abgeben. Da laufen ja Terminsachen. Also das ist, ne, 17. August und dann bitte abgeben. Also das sind gleiche Sachen. Insofern, der Sportler lernt das von Anfang an, genau sich auf ein Ziel vorzubereiten. Dieses Ziel ist ja sofort im Makro- und Mikrozyklus, das heißt im großen Jahresplan, bis hin auf den Tag genau geplant. Also ich mache nichts anderes, als mich damit zu beschäftigen. Also ich gehe ins Training und weiß genau, ich trainiere für ein Jahr später Weltmeisterschaften. Ich weiß das. Also, und das kriege ich beigebracht. Also das ist vielleicht der Vorteil, ne, dass man in der Geschäftswelt lernt man das erst, wenn man in die Praxis kommt, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe nicht studiert, insofern weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber dieses, man muss das als Erfahrung auch machen, ja, dass man überhaupt weiß, wie fühlt sich das an. Und natürlich ist auch Try and Error dabei, ja, weil man natürlich davon überzeugt ist, ich mache die richtigen Sachen, ich weiß genau, das mache ich jetzt und das trainiere ich. Oder eigentlich oft ein Fehler. Letztes Jahr lief das super. Ich mache das jetzt genauso wie letztes Jahr und dann werde ich auch Weltmeisterin. Wenn ich damit Europameisterin bin, werde ich auch Weltmeisterin. Und da wird natürlich kein Schuh draus, weil wir immer wachsen. Also ich bin ja da schon gewesen. Wo ist denn mein Wachstum in der Geschichte? Gar nicht. Und das, dann bin ich schnell gefrustet und denke, jetzt läuft die Serie nicht so, das war aber besser. Jetzt mache ich einen Test, dann läuft der nicht. Also es kommen viele Sachen dann schon, wo ich dann nicht mehr daran glaube. Und wo ich zweifle. Und das hat der Leistungssportler ja übrigens auch. Und das ist das, was du angesprochen hast. Da bin ich unbewusst kompetent gewesen,
ich habe das immer ausgeschaltet. Also ich habe das eben nicht zugelassen. Ich war auch ziemlich abgeschottet. Also die Journalisten haben sich auch manchmal über mich beschwert, weil ich eben halt so abweisend gewesen bin und so, weil man die Medien, mit denen muss man ja zusammenarbeiten und sowas alles. Aber ich habe eben auch ganz rigoros eben mal gesagt, mache ich nicht. Oder nee, ich beende das Interview, jetzt habe ich keine Lust mehr darüber zu reden. Um mich nicht irgendwo reinziehen zu lassen in irgendwelche Streitigkeiten oder so, die mich gar nicht interessieren, sondern ich bereite mich ja auf einen großen Wettkampf vor. Ja. Das heißt, wo ist mein Fokus? Ne? Was ist mein Ziel? Das habe ich unbewusst gemacht. Und ich weiß jetzt, dass das sehr schlau war von mir, weil man lässt sich viel zu schnell in der heutigen Zeit noch mehr die ganzen Angebote, wie die wir alle haben. Ja? Netflix ist schneller angeschaltet als ein Podcast. Ist einfach so. Und da frage ich mich, warum? Ja? Warum schaffen wir es nicht, so motiviert zu sein und zu sagen, nee, warte mal, das Thema interessiert mich aber so sehr, es bringt mich menschlich weiter und in meinem Leben und in meinem Beruf vielleicht in allen Sachen. Mhm. Aber ich lasse mich lieber von der Netflix-Serie, also nichts gegen Netflix-Serien, auch da stecken Botschaften drin. Ja? Das ist gar nicht das Ding. Aber es geht ja darum, im Grunde genommen einen Trainingsplan, ich vergleiche es jetzt mal, fürs Leben zu haben. Genau. Und das Wichtigste an der Geschichte ist, ich muss wissen, warum ich das mache. Ich kann ja trainieren fröhlich vor mich hin, wie ich will, aber wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann drehe ich mich immer im Kreis. Oder dann kommen schnell Sachen, wo ich sage, oh, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, jetzt höre ich wieder auf. Also, oder das geht nicht. Ich bin dann schnell dabei und haus wieder in den Sack. Also ich habe so trainiert, weil ich habe Crossover-Training gemacht und habe unterschiedliche Sportarten mit reingezogen, im Grunde genommen so, wie ich groß geworden bin und habe die alle genommen und habe das immer fürs Schwimmen genutzt. Und da ich Sprinterin war, ging es immer um Reaktionsschnelligkeit, um Geschwindigkeit, um schnelles Starten, um gute Sprünge und um kraftvolles Schwimmen. Das sind die Hauptmerkmale gewesen, die ich brauchte. Und so habe ich mein Training aufgebaut und habe mir alles dazu geholt, was ich brauchte. Und so muss ich es im Leben auch machen. Also ich brauche bestimmte andere Skills, um meine Arbeit machen zu können. Ja. Die brauche ich. Das heißt, das eine ist Fokus, habe ich gerade mitgenommen. Und das andere ist aber auch zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Also was ist mein Ziel? Warum tue ich das? Und du sagst ja auch, dass Erfolg auf einem klaren Konzept basiert. Und das schließe ich jetzt auch daraus. Fehlt es aus deiner Wahrnehmung vielen Menschen an diesem persönlichen Konzept, an diesem, wozu mache ich das eigentlich, wo will ich eigentlich hin, sodass sie deswegen nicht dranbleiben und ja, dass sie deswegen nicht dranbleiben? Ja, oder auch zu schnell eine Idee aufgeben. Ich glaube, dass wir viele gute Ideen haben, gerade in unserem Land. Also es ist ja eher ne, Know-how-Land, ist ja nun mal so. Aber es ist genau das Problem. Wenn ich dann ein Ziel habe, von dem ich vielleicht merke, dass ich es relativ schnell erreichen kann, wenn ja das und das und das eintritt, dann komme ich da vielleicht ganz schnell hin. Dann ist es aber schon nicht mehr interessant. Also es gibt da, das ist zum Beispiel ne, so eine Regel, Erfolgsregel, an die man sich hält. Das Ziel muss immer sehr, sehr hoch hängen. Ja. Dass man überhaupt noch ne, das Interesse daran hat, das zu erreichen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir uns das gerne einfach machen möchten. Also möglichst viel Erfolg, aber möglichst wenig investieren und dass deswegen auch so Sachen wie werde reich in 5 Tagen oder 1000 neue Kunden durch 4 E-Mails, diese ganzen Verführungen und Versprechungen, die du wahrscheinlich auch kennst, ne, die so in sozialen Medien ja kursieren, und dass wir diesen gerne erliegen und es gerne einfach haben möchten und dass unsere eigene Bereitschaft, Leistung zu erbringen, dass die bei vielen nicht mehr so wirklich ausgeprägt ist. Siehst du das ähnlich? Ja, das sehe ich ähnlich, aber es hängt alles miteinander zusammen. Also ich würde mir wünschen, dass unsere Kinder das in der Schule lernen, weil das ist wirklich Grund, ne, es sind Gesetze. Es sind einfach Gesetze, wie es funktioniert. Und wenn ein Kind das lernt in der Grundschule, ein ganz klares Ziel zu formulieren und dann ist natürlich wichtig, es auszuhalten, egal was es ist, ne, was das Kind sagt, die sind ja noch sehr in der Fantasie, dass man das einfach begleitet. Und dann eben halt wirklich auch gucken, geht es in die Umsetzung oder nicht. Das wird automatisch passieren, wenn es wirklich will. Also da steckt was drin und zwar ja, man muss ein Konzept haben. Dieses Konzept sollte nach Möglichkeit von einem selbst kommen und nicht von irgendwo eine Idee geklaut sein, weil das funktioniert nicht. Und dann muss ich mich wirklich fragen, will ich das wirklich? Ja. Will ich das wirklich? Weil wenn ich das will,
ist es oft so, dass mein Leben sich dementsprechend verändern wird, weil ich werde dann nicht mehr die Gewohnheiten und alles, wie es ist, ist bei mir auch so gewesen. Ja, so, wenn ich mich vergleiche mit dem letzten Jahr, das sind so Unterschiede wie Tag und Nacht. Ja, ich hatte einen komplett anderen Tagesablauf. Und das gehört aber dazu, einfach dann auch den Mut zu haben und zu sagen, ich ändere die Dinge jetzt. Also wir sind Gewohnheitsmenschen und halten das schwer aus. Und dann, wenn natürlich noch eine ganze Familie dranhängt, ist es auch manchmal ein bisschen, dauert es ein bisschen länger, bis man es umsetzt. Ja. Aber es hat was mit innerer Haltung zu tun. Und glaube ich daran? Glaube ich denn wirklich daran? Und will ich das? Ja, die gehören zusammen, die Sachen. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dann kippt es natürlich wieder. Oder wenn jemand dann um die Ecke kommt und sagt, ja, also ich meine, was ist denn das für eine Idee? Also das ist ja wirklich, wann hast du da denn drüber nachgedacht? Das wird doch nie funktionieren. Dann fangen wir an zu zweifeln relativ schnell. Wenn wir das aber in uns klar haben, dann sagen wir, ja, ich weiß, dass du so darüber denkst, ich mache es trotzdem. Ja, und genau. Und dann zu sehen, es sind die Zweifel des anderen, aber nicht die eigenen. Ja. Also ich nehme dann ein Beispiel. Mit 14 habe ich mich das erste Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert. Das war 88 in Seoul. Da bin ich aber nicht hingefahren, weil der Bundestrainer gesagt hat, du bist zu jung. Wir nehmen die Ältere mit. Die hat nicht so viele Chancen mehr. Du kannst dann auch ganz oft zu Olympischen Spielen fahren. Das ist eine Riesenfrustration, weil woher weiß ich denn, ob ich mit 18 zu Olympischen Spielen fahre? Das ist 4 Jahre. Also es ist ja unglaublich. Dann saß ich zu Hause auf der Couch und hab zu meiner Schwester gesagt, so, und das nächste Mal bin ich auch dabei bei Olympischen Spielen. Und die hat dann natürlich gleich gesagt, naja, das wollen wir erst mal sehen. Ne? Also für sie war das gar nicht so, sie hat gedacht, naja, meine Schwester, was die schon wieder redet. Also die kommen ja schnell raus, die Sätze, dass andere Leute das verurteilen, weil sie es selber nicht vorstellen können. Ist auch eine Frechheit finden, dass jemand das ausspricht. Also große Ziele sind auch oft, und es berühren die Menschen, dass sie sagen, also nee, komm, ne, jetzt bleib mal schön hier, wo bei ich... Bei deinen Leisten. Genau. Aber dann wird sich auch nichts verändern. Das ist ein Gesetz. Und wenn ich das weiß, wenn ich um diese Gesetzmäßigkeiten weiß, dann habe ich ein befreites Leben. Und dann kann ich selber entscheiden, will ich das oder will ich es nicht? Aber es entscheidet niemand anderes für mich. Also man merkt schon richtig, wie das Thema in dir brennt. Du bietest ja auch ein Coaching-Programm an. Du hast es am Anfang erwähnt, das Goldmedaillen-Coaching. Und der Tenor dahinter ist, so viele Sportler tragen die Medaille bereits in sich, aber sie haben keinen Zugriff darauf. Und wir haben es ja gerade auch so im Interview gemerkt, das ist ja nicht nur etwas, was die Goldmedaille oder eine Meisterschaft betrifft, sondern das betrifft, glaube ich, unser gesamtes Leben, das Privatleben, das Berufsleben. Wie bist du darauf gekommen, dass diese Art Coaching anzubieten? Ja, das ist in mir gewachsen. Also ich habe ja schon als Trainerin gearbeitet und habe auch Vorträge schon gehalten und habe immer diesen Wunsch gehabt, also ich möchte gern Trainings anbieten, ne, sodass es eben halt auch weitergegeben werden kann. Mir, meine Zielgruppe war nicht klar so richtig, ne, wobei jetzt alle sagen, ja, wieso, ist doch logisch, ne, dass du mit Leistungssportlern arbeitest, aber es ist tatsächlich gewachsen, dass ich dann nochmal gesagt habe, ja, es stimmt. Im Grunde genommen kann ich die wirklich am allerbesten begleiten, weil das bin ich selber gewesen. Und es ist wirklich erschreckend für mich, dass ich gesehen habe, ich habe ja vor 8 Jahren aufgehört, vor 12 Jahren, ich habe vor 12 Jahren aufgehört. Und in den Interviews denke ich dann immer, wenn ich das lese von den Sportlern, dann denke ich immer, boah, es hat sich nichts geändert. Also wirklich, wie schade, ja, dass eben halt da genau dieses, und viele Trainer sagen auch, das Mentaltraining, ich nenne es jetzt mal Mentaltraining, es unterscheidet sich ja ganz klar nochmal in sich, wird überhaupt nicht ernst genommen. Es hat keinen festen Platz bei den Sportlern. Und das ist eine Katastrophe. Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Weil, und da habe ich so gedacht, okay, gut, das ist deine Aufgabe. Und seitdem auch dieser Name Goldmedaillen-Coaching entstanden ist, habe ich gesagt, super. Also das ist wirklich etwas, was mir auch am Herzen liegt, weil auch viele immer gesagt haben, ja, du musst mal über den Verband wettern und bla bla bla. Dann sage ich, aber Leute, das bringt doch alles nichts. Es ist doch viel sinnvoller, nach einer Lösung zu suchen. Die wissen ja selber nicht, wo lang. Also das weiß ich ja, weil ich ja nun jahrelang da war. Es geht doch eher darum zu gucken, wie können wir den Sport mit dem Wissen, was wir alle haben, wie können wir den weiter nach vorne bringen? Wie können wir alle mal wieder wachsen? Dass wir sagen, boah, der Sport ist jetzt aber mal wieder, es macht Spaß, dazu zu gucken, weil die haben sich verändert, die haben was verstanden, die können das besser umsetzen. Also wenn ich nur an den Schwimmer denke, ne? Das ist ja also super. Und deswegen bin ich mir so sicher und so klar in diesem Thema. Und das war ich vorher nicht immer. Ne? Also dann, deswegen ist es auch nichts geworden. Also da, weil es schließt jetzt genau an zu dem, was wir vorher gesagt haben. Es war noch nicht rund, es war nicht komplett meine Idee. Und jetzt kann ich im Grunde genommen alles, was ich erfahren habe, auch mein Crossover-Training, meine Insolvenz, alles, was ich erfahren habe in meinem Leben,
findet in diesem Coaching statt, weil ich lebendige Beispiele habe, weil ich auch sagen kann, das und das passiert im Leben und so ist die Gesetzmäßigkeit und dann kann man so und so damit umgehen. Also das ist einfach eine Freude. Das ist ja im Grunde auch etwas, was analog eigentlich in den Unternehmen stattfindet. Also dieses Thema Arbeiten an der eigenen Persönlichkeit, da wird eher so in Fachthemen investiert. Also wie mache ich jetzt irgendwie, bediene ich ein Programm? Und das Thema Persönlichkeit, das liegt dann noch eher so ein bisschen brach, weil ich habe gerade, während du erzählt hast, mir überlegt oder vorgestellt, wie das in Unternehmen entsprechend umgesetzt wird. Erlebst du das auch, wenn du einen Vortrag machst im Unternehmen, wie dann die Mitarbeiter sagen, boah, das ist genau so, wie wir das auch hier gebrauchen können, auch so diese Haltung, wie gehe ich mit Erfolg um und wie baue ich mir ein Ziel, was bekommst du da für Rückmeldungen? Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist immer nur ein Impuls. Also ein Vortrag kann nur ein Impuls sein. Ja? Und was mein Ansinn dann immer ist, Türen zu öffnen. Einfach eine Tür, die sie vorher noch nie aufgemacht haben, weil sie da noch nie hingeguckt haben. Mhm. Und das schaffe ich ganz gut. Das Feedback bekomme ich auch immer, dass die Leute sagen, es ist eine ganz interessante Art und Weise, wie sie es jetzt vorgetragen haben. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es fällt immer wieder zurück auf den Menschen, weil ich kann das nicht trennen voneinander. Also ich konnte ja auch nicht, was ich aber getan habe, ich kann nicht die private Person von der Sportlerin trennen. Das geht nicht. Mhm. Das habe ich aber gemacht eine Zeit lang und da bin ich überhaupt nicht erfolgreich gewesen. Das geht nicht. Also ich muss mich immer ganz mitnehmen. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich überall und in allem erfolgreich sein. Ich muss nur meine Entscheidung treffen, wie ich es machen will. Und es ist gut, sich mal für eine Sache zu entscheiden und nicht, ich habe aber noch 5, das hatte ich auch eine ganze Zeit lang, aber ich habe doch so viel, ich kann doch so viel und ich mache auch das und das und das und das noch. Ja, aber dann wird da nie, kommt da nie Zug rein, dann kommt, es wird es nie groß oder so. Genau. Ja, das ist einfach wichtig, das so zu tun. Und das ist das, worüber ich in den Firmen spreche. Ne? Weil es sind ja immer ganz unterschiedliche Themen. Jeder hat so seine bestimmten Felder, die dann da sind und Themen, die besprochen werden sollen. Und was dann am wichtigsten ist, ist die Inspiration, ist es die Motivation. Oder was kann man aus dem Leistungssport lernen, ne? Dass man das eben halt umsetzt. Und ich würde mir halt wirklich noch wünschen, dass sie dann auch den Mut haben, zum Beispiel ein Training zu buchen und zu sagen, also jetzt will ich aber wissen, wie Sie das meinen, wie kann ich das jetzt mit meinen Mitarbeitern umsetzen, so, dass wir eben das wirklich auch mal neu machen und das jetzt mal angehen, sodass wir wirklich mal vorwärts kommen. Und auch da ist es so, ich kann nicht erwarten, dass ich nach einem Impulsvortrag, dass sich meine Mitarbeiter dass die losgehen und das alles selber machen. Das ist ja Quatsch, weil die sitzen natürlich da und sagen, das fand ich alles super, ich habe auch schon total die Ideen. Und dann ist schon wieder Stopp, weil es geht immer darum, es in die Umsetzung zu bekommen. Genau. Das passt hervorragend zu meinem Podcast Change einfach machen, nämlich die Dinge auch wirklich zu tun. Ja. Sandra, hast du 3 konkrete Tipps für unsere Zuschauer und die Zuhörer, was sie unmittelbar tun können, um sich mehr auf ihren eigenen persönlichen Erfolg einzulassen? Also es ist allererstes würde ich sagen, weißt du, wer du bist? Weißt du wirklich, wer du bist und was du willst? Das ist der erste Punkt. Und man sollte sich auf den Weg machen, das herauszufinden, wenn man das nicht weiß. Als ganze Person. Nicht als, ne, nicht im Beruf oder in der privaten Person, sondern wirklich als ganze Person. Dann der zweite Tipp ist, die innere Haltung bestimmt die Thermik in deinem Leben. Also was ich wirklich für eine innere Haltung habe, ist das Glas halb voll oder halb leer. Das ist der Klassiker. Ja. So wird es auch sein in deinem Leben. Und das dritte ist, hol dir Unterstützung, weil du bist teamstark. Du wirst es nicht alleine schaffen. Das sage ich als Einzelsportlerin, ja, die halbe Leben schon alleine gekämpft hat und so. Also es funktioniert nicht. Und ich habe da ja auch ein Team um mich herum gehabt, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Also es ist tatsächlich, im Team ist man erfolgreich. Ja, sehr stark. Sandra, ich habe zum Abschluss 3 Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und das Spannende ist dann immer, wenn man so mal zurückschaut, wer wie geantwortet hat. Deswegen die erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust? Aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund meines Mutes, die Dinge zu verändern wieder in meinem Leben. Und dass ich wirklich also immer
den Mut, also auch tatsächlich den Mut gehabt habe, immer wieder aufzustehen. Mhm. Egal, was gekommen ist, ich habe immer gesagt, egal, ich stehe jetzt wieder auf, ne? Dieses typische Krone richten, aufrichten, weitergehen. Jetzt genau. Also das ist auch wirklich, da steckt eben auch Kraft drin. Ja. Nicht einfach liegen bleiben, sondern sich wieder zu erheben. Ja. Hast du ein persönliches Motto, so ein Leitmotiv? Ja, also das habe ich gerade schon gesagt, das ist wirklich, also meine innere Haltung bestimmt meine Thermik in meinem Leben. Mhm. Ich entscheide, ist das jetzt was Positives oder ist es was Negatives? Das ist auch ein schöner Vergleich mit der Thermik, ne? Denn ja. In Thermik ist ja auch viel Bewegung drin und Thermik kann aber eben auch den Stillstand bedeuten. Mhm. Und die dritte Frage, wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf deinen gesamten beruflichen Lebensweg, was war oder was ist daraus deine wichtigste Erkenntnis? Dass Wissen nicht alles ist, sondern dass man ins Tun kommen muss. Schön. Oh. Machen. Ja, passt hervorragend, ist auch nicht irgendwie abgesprochen oder vorher besprochen, sondern das ist die Erkenntnis, die ich eben auch bestätigen kann und Wissen ist nicht alles, sondern du musst es tun. Sehr schön, sehr schönes Schlusswort auch. Sandra, wenn man mit dir arbeiten möchte, sei es im Goldmedaillentraining oder wenn man dich für einen Vortrag buchen möchte, wie und wo findet man dich? Also bei mir auf der Internetseite www.goldmedaille-coach.de und ich bin auch darüber zu erreichen, genau, und eben halt auch über die Andrea Kummer, also Kommunikation, genau, das findet man, oder wir haben es in den Shownotes, glaube ich, ne? Da, unten. Genau. Das sind die besten Kontakte, da findet man mich ganz leicht. Prima. Also wir verlinken das auch alles noch in den Shownotes, wer sich das jetzt nicht merken kann, sodass ihr da immer ganz einfachen Zugriff drauf haben könnt. Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich tolle, mutmachende, inspirierende Gespräch, vor allen Dingen auch für deine Offenheit, denn ich glaube, es ist nicht leicht, über diese Dinge zu sprechen, und ich denke, es gibt auch viele Zuhörer, die jetzt Respekt zollen, denn auch die werden merken, dass das nicht kein einfaches Thema ist. Und ich finde es sehr bewundernswert und habe einen ganz hohen Respekt davor, mit welcher Freude und welcher Strahlkraft du im Leben stehst und durch diese Situation gegangen bist. Also vielen, vielen Dank für die Zeit und die Impulse, die du heute gegeben hast. Ja, vielen, vielen Dank für das Kompliment und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Es hat mir auch gefallen. Und dir, lieber Zuschauer und dir, lieber Zuhörer, danke ich natürlich auch, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat und diese Folge, dann teile sie doch gerne bei Menschen, wo du denkst, die könnten diese Unterstützung ebenso gebrauchen und sich darüber freuen, wie du auch. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.